Ja, hallo, zurück zu Zurück in die Zukunft. Wir haben hier gerade einen Streit zwischen Emmett Brown und seinem Vater und wir wollen den schlichten und wir sagen einmal, es war unmöglich scheinen, ich aber ich weiß nicht. Ich glaube, ihr beide steht kurz vor dem Durchbruch. Er bellt zwar, aber okay, er beißt nicht. Okay, er hat eine starke Persönlichkeit. Starke Persönlichkeit? Der Herr schütze uns vor starken Vätern. Warum habe ich kein nettes, weinerliches Weichei als Vater? Tja, aber das ist auch kein Kinderspiel. Das Wichtige dabei ist, Väter können sich ändern. Sagst du? Das haben wir eigentlich schon alles gesagt. Das heißt, wir müssen wieder mit dem Vater reden. Bitte, Sie dürfen Emmett nicht im Weg stehen. Dazu müsste man mir ein überzeugendes oder einfach nur ein schlüssiges Argument liefern. Es ist Emmett wichtig. Euer Ehren, diese Demonstration ist Emmett einfach unglaublich wichtig. Kindisches Gehabe! In 2 Wochen hat er das alles vergessen. Davor habe ich auch Angst. Emmett ist nur... dickköpfig, stur, unnachgiebig, unbelehrbar und versessen. Okay, aber aus einem anderen Blickwinkel betrachtet sind diese Eigenschaften irgendwie positiv. Das ist dein Blickwinkel, junger Mann. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob es der richtige ist. Täusch dich da nicht. Das sind Eigenschaften, die Ärger bedeuten. Die hat er von seiner Mutter, ja. Es ist wichtig Hören für Sie, die Zukunft. Euer Ehren, Sie sehen es vielleicht nicht ein, aber von Emmets Demonstration hängt viel ab. Ein weiterer Grund, warum ich sie verhindern muss. Sieh mir in die Augen, junger Mann. Ich gehe davon aus, dass du meinen Sohn mittlerweile ganz gut kennst. Denkst du wirklich, sein Ausstellungsstück wird ein Erfolg? Sicher. Ja. Sicher wird es das. Du weißt genauso gut wie ich, wie das endet. In einem Desaster. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber auch wenn es so ist. Ich meine, gestehen Sie Emmett nicht zu, ein paar Fehler machen zu dürfen? Emmett hat sein Fehlerkontingent für dieses Leben überschritten. Als sein Vater muss ich weitere Fehler verhindern. Emmett ist anders als Sie. Emmett er braucht seine nur, Freiheit. Emmett versucht nur, sich einen eigenen Namen zu machen. Vielleicht waren die Dinge in ihrer Jugend anders, aber heute muss man Risiken eingehen. Was weißt du über Risiken? Versuch mal, in ein fremdes Land zu ziehen, dessen Sprache du nicht sprichst und mit nur $2 in der Tasche. Sie? Darauf kannst du wetten, denn ich habe es ja auch geschafft. Und wie stand Ihr Vater damals dazu? Papa? Er hat gekocht vor Wut. Er meinte, ich wäre ungehorsam und... Ah, er ist eigentlich Deutscher ursprünglich. Er heißt von Braun und er ist in die USA eingewandert und hat dann seinen Namen im Ersten Weltkrieg in Brown geändert. Er war das also. Ah, okay. Ihr Vater also war Ihr Vater auch nicht damit verstanden? Einverstanden, dass sie nach Amerika ging? Tja, Papa hat die junge Generation nie wirklich verstanden. Zum Ende hin war er auf einem guten Weg, aber da war es schon zu spät. Sag ihm, ich höre ihn an. Ich will ihn anhören, wenn er reden möchte. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Er sagt, dass du nach deiner Mutter kommst. Er sagt, deine Dickköpfigkeit hast du von deiner Mutter. Jetzt reicht's aber. Ihm reicht es nicht, mich zu beleidigen. Er muss auch noch meine Mutter durch den Dreck ziehen. Mutter ist ganz anders als ich. Sie ist sanft und freundlich und endlos geduldig. Wenn, dann bin ich eher wie... Ach, vergiss es! Du wolltest sagen, du bist wie... Was hast du gerade gesagt? Vergiss es! Kann es sein, dass du und dein Dad... Nein, Themawechsel! Emmett, sei kein Frosch! Okay, du hast deinen Stolz. Versteh ich. Und er genauso, aber warum willst du nicht versuchen, mit ihm Frieden zu schließen? Er ist deine Familie und die Familie ist wichtig. Manchmal ist sie, naja, wichtiger als... Darf ich heraufkommen? Also, du denkst, meine neue Erfindung endet in einem Desaster? Ja, ja, das glaube ich. Und ich bin hier, um zu verkünden, dass ich, wenn es für meinen Sohn in einem Desaster endet, da bin
um ihn zu unterstützen. Papa! Oh. Du wirst deine Einstellung ändern, wenn du dieses Baby erst einmal in Betrieb siehst. Schau her, das Kraftfeld, das vom statischen Akkumulator erzeugt wird. Marty, gib Trixie das Zeichen. Wir sind bereit. Oh gut, meine Damen und Herren, danke, dass Sie während dieser unumgänglichen Verzögerung so geduldig gewartet haben. Und nun ist die Hill Valley Expo sehr stolz, Ihnen Mr. Emmett Brown und seinen elektrokinetischen Levitator zu präsentieren. Ich muss da immer noch ein bisschen nachsynchronisieren. Liegt aber diesmal nicht an mir, sondern nicht an meinem Computer. Ups. Das Upsala. Da kommt mir gleich das Mikro entgegen. Das musste ja passieren. Hey! Hey! Halt! Hierher zurück! Doc! Alles in Ordnung? Ich dachte, ich könnte sie ändern. Es hätte alles anders werden können. Vergessen Sie's! Los, wir müssen einen Weg finden, sie aufzuhalten, nein, bevor... Komm nicht näher! Doc! Geh weg! Aber... Weg! Ach, hey. Oh mein Gott! Doc! Sagen Sie was! Chromium, Lithium, Gallium, Ridium, Titanium, Ruthenium. Ich hole Hilfe. Zeitung. Sie meinen... Oh. Wir bringen Sie ins Krankenhaus, Doc. Sie werden bald wieder gesund. Ich glaube, ich werde bald gesund sein, Marty. Nein, Doc, bitte, tun Sie das nicht. Gehen Sie nicht. Doc, kommen Sie zurück. Doc? Marty, warst du die ganze Zeit da draußen? Emmett, ist das vorbei? Oh ja, es ist vorbei. Du hast eine sehr wilde Party verpasst. Ich fürchte, ich bin für die nächsten 50 Jahre von der Expo ausgeschlossen. Wenn ich du wäre, würde ich auch nicht nochmal hingehen, bis nicht alle Scherben weggefegt wurden. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Natürlich ruiniert der Ionenwind eines Elektromagneten dieser Größe einen lediglich mechanischen Steuerungsmechanismus. Wir brauchen ein weitaus fortschrittlicheres Kontrollsystem. Ich frage mich, ob wir einen Weg finden können, das körpereigene Gravitationsfeld in elektrokinetische Energie umzuwandeln. Dadurch könnte jemand in der Lage sein, den Ionenstrom einfach durch Gewichtsverlagerung zu steuern. Grundgütiger! Das ist es! Was ist mit der gescheiterten Demonstration? Was ist mit deinem Vater? Oh. Ja, ich denke, ich sollte auf ihn warten, bis er mit den Verantwortlichen fertig ist. Er war nicht sehr begeistert von dem unerwarteten Verlauf meiner Demonstration.
Aber du hast ihn ja gehört. Er hat verstanden, dass das Leben der Wissenschaft Höhen und Tiefen hat. Das sehe ich so. Diese kleinen Fehler bringen uns voran auf dem Pfad des Wissens. Los! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Zurück zum Labor und... Entschuldigung, stimmt etwas nicht? Das ist eine lange Geschichte. Ja. Ich habe quasi gerade jemanden verloren. Oh, wie traurig. Jemand, den ich kenne? Es war... Ja, Carl Sagan. Carl Sagan. Was? Der Bursche, der versucht hat, mich anzuheuern? Wart ihr befreundet? Merkwürdig. Aber wie... Mach dir deshalb keine Sorgen. Es hat nichts mit dir zu tun. Was? Marty, du bist ein großes Mysterium für mich. Woher du kommst, was du hier machst. Aber eins weiß ich jetzt. Was auch immer es ist, es hat etwas mit mir zu tun. Bitte, Emmett, frag nicht weiter. Was ist das? Oh, sag es mir. Ich verlange eine Erklärung. Du würdest es nicht verstehen. Das glaube ich nicht. Ach ja? Versuch es. Was ist das? Eine Erklärung. Aber du musst mir eins versprechen. Sieh erst nach, wenn du den Schlüssel zur Stadt hast. Ja? Emmett! Versprich es mir. Emmett, wo bist du, mein Sohn? Ich bin gleich da, Dad. Schlüssel zur Stadt? Das verstehe ich nicht. Das kannst du auch nicht. Noch lange nicht. Es würde irreparablen Schaden irgendwo anrichten. Versprich es mir einfach. Okay, ich verspreche es. Warte, ich werde dich noch wiedersehen, oder? Das garantiere ich. Emmett! Oh. Es hat funktioniert. Ein roter DeLorean. Also warst du derselbe, Marty. Witzig, wie einem das Gedächtnis Streiche spielen kann. Aber irgendwie hatte ich dich viel größer in Erinnerung. Wie war die Zeremonie? Lang. Du hast eine sehr theatralische Art, Nachrichten zu senden. Das habe ich nur getan, um ihre Zeitachse nicht zu verändern. Sehr clever, aber was machst du im Jahr 1931? Ich bin gekommen, um sie zu retten, eigentlich. Mein jüngeres Ich? Nein, ihr Ich. Aber dann wurde ihr jüngeres Ich darin verwickelt. Also, sie waren im Gefängnis. Kein Problem, es ist besser, wenn ich es nicht weiß. Lass uns einfach zurück ins Jahr 1986. Außer wenn deine Anwesenheit weitere Zeitanomalien auf... Ich? Niemals. Nein. Nun, ich bin immer noch etwas verwirrt wegen... Wo ist er? Wo ist dieser Nichtsnutz von einem Sohn? Er hatte... Hast du meinen Artie gesehen? Artie McFly? Genau den. Ich habe einen Anruf von Melvin aus dem Stadtarchiv erhalten. Er meint, dass der Idiot sich mit einem kanadischen Flitsch... Zusammengetan? Geheiratet. Ich schwöre, der Junge bringt seinen Vater noch frühzeitig ins Grab. Also so hat sie ihren Job zurückbekommen. Ugh, er hat die falsche Großmutter geheiratet. Also, Trixie ist nicht meine Großmutter. Und wenn sie nicht meine Großmutter ist, dann bin ich nicht ich. Moment, das war Urgroßvater Willy. Ich habe ihn als Baby gesehen. Er hat mich angepinkelt. Heiliger Strohsack, Doc. Im dritten ich werde Teil. Wieder verschwinden.
Beruhige dich, Marty. Du siehst ziemlich stabil aus. Was auch immer das Problem sein sollte, ich bin mir sicher, dass du es mit Hilfe... Das Auto! Na toll. Wie zum Teufel ist die hierher zurückgekommen? Sie? Du bist nicht Edna. Was geht hier vor? Ist das eine Intrige, um mich ins Irrenhaus zu schaffen? Es ist ganz einfach, Danny. Oh, da bin ich mir sicher. Sag mal, habe ich oder habe ich nicht gerade Edna Strickland in diesem Auto verjagt? Nicht genau dieses Auto, aber ein Auto wie dieses. Ein Auto mit der verrückten Angewohnheit, sich in Luft aufzulösen? Nun, warte, Edna Strickland ist gerade mit dem DeLorean verschwunden. Wenn das Ding so heißt, es machte viel Lärm und dann, bumm, verschwunden. Großer Gott! Marty, hast du vielleicht eine Ahnung, zu welchem Datum sie gesprungen sein könnte? Nicht die leiseste, Doc. Die Zeitleitungen des DeLorean sind völlig aus dem Gleichgewicht. Sie kann zu jedem Datum gesprungen sein. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hoffen wir einfach, dass sie in die Zukunft gesprungen ist. In die ferne Zukunft. Sollte sie in die Vergangenheit Du denkst, sie könnte die Zeit gerade durcheinander bringen? Moment mal, das ist Edna. Natürlich würde sie die Zeit gerade durcheinander bringen. Kann mir vielleicht jemand sagen, was zum Teufel hier... Oh-oh. Oh-oh. Doc? Haben wir Hill Valley gerade verlassen? Nein, ich glaube, Hill Valley hat uns gerade verlassen. Wie? Etwas muss damit geschehen sein. Vor langer Zeit. Sieh an, sie sehen aus, als hätten sie sich verirrt. Hey, was zum Geier ist das? Oh, das ist nur ein Testfahrzeug. Beachten Sie es gar nicht. Vielleicht können Sie... Ja, schade, dass es immer abbricht, aber das hat irgendwie mit, ich weiß nicht, ob es mit der deutschen Überarbeitung des Spiels zu tun hat oder original, ob das immer abbricht. Wir sind auf der Suche nach Hill Valley. Wo ist Hill Valley? Hill Valley? Nein, Hill Valley. Eine Stadt namens Hill Valley. Hill Valley. Also ich habe vielleicht mal gehört, dass hier vor langer Zeit eine Stadt war, aber ich weiß nicht viel darüber. Wie ich vermutet habe. Seit wann gibt es Hill Valley wann nicht ist mehr? Hill Valley verschwunden? Oh Mann, ich weiß nicht. Das war alles vor... Dann muss es also vor mehr als 45 Jahren geschehen sein. Niemand möchte heutzutage mehr hier wohnen. Mein Vater wollte vor einigen Jahren hier eine Farm kaufen, aber er wurde von Scary Mary. So nennen wir sie alle. Sie wohnt ein paar Meilen von hier entfernt. Ich fahre einmal im Monat vorbei. Sie ist verrückt nach Nachrichten, sammelt alle Zeitungen aus der Gegend und wirft nie eine weg. Warten Sie. Können Sie uns den Weg zeigen? Wir müssen unbedingt mit ihr sprechen. Tut mir leid, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie will nicht mit Ihnen. Entschuldigung, dass ich so still war, mir ist gerade etwas eingefallen, und zwar... So. Warum sollte sie nicht mit uns sprechen? Die Sache ist die, Mary ist steinalt, aber sie ist auch etwas seltsam, wenn Sie wissen, was ich meine. Wir kommen schon mit ihr zurecht. Wir sind ganz höflich. Bitte, wir müssen sie sprechen. Okay, wenn Sie unbedingt wollen... Biegen Sie an der Brücke rechts ab und folgen Sie dann den Reifenspuren bis zum Ende. Sie müssen die letzte Viertelmeile laufen. Viel Glück. Ich glaube, ich werde es bereuen, Sie darauf geschickt zu haben. Kann ich fahren?